Herzlich willkommen auch die Aufzeichnungszuschauer. Ja, die Internetverbrecher, das habe ich gerade wieder auch am eigenen Leibe erleben müssen, dass die Internetverbrecher werden ja unterstützt von den vorteilbringenden Irrtümern, VIs, der Staatsanwaltssparten, der Rechtsanwalt, Richter und Polizeisparten, die allesamt ja alles dafür tun, durch diese Irrtümer Verbrecher zu ermutigen. Und zwar die Logik ist ja ganz einfach. Ich zeige es hier, ja. Wir haben hier den sich irrenden Mitarbeiter des Bereichs innere Sicherheit, ja, Polizisten, Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter und so weiter. Und der irrt sich. Und der Polizist, der sich irrt, und sozusagen hier, der wird in der Marktwirtschaft belohnt dadurch, also wenn er sich irrt und Verbrecher eher ermutigt, statt zu entmutigen, durch irgendeine so nette Behandlungsweise gegenüber den Verbrechern und eine so ruppige Verhaltensweise gegenüber den Opfern dieser, den Bürgern. Und zum Beispiel, ganz konkret, keiner dieser vier Sparten ist je auf die Idee gekommen, was das Selbstverständlichste von der Welt wäre. Ich müsste zum Telefonhörer greifen und eine Nummer wie 119 zum Beispiel oder so drücken können statt 110. Und dann hätte ich sofort einen Kriminalpolizisten an der Hand, an der Leitung, der sofort das Internetverbrechen im Internet kann ich ihm dann sofort auf dem Computer aufrufen lassen. Dann sieht er sofort, welche Straftat wurde dort mit Worten begangen, und könnte ihn sofort abholen lassen, diesen Täter von der Polizei abholen lassen und dann vor dem Richter vorführen lassen. Die Beweise würde er der Polizist direkt an den Richter schicken. Und der Staatsanwalt und an die Staatsanwaltschaft, und dann würden sich alle nach 2 Stunden beim Richter treffen, dann würde der mal für 3 Wochen im Gefängnis landen, dann könnte er darüber nachdenken, ob er seine Straftat im Internet macht. Denn es ist ja so, wenn im Internet sozusagen Straftaten, ich bin ja auch noch, ich habe ja 3 Berufsbereiche, Wissenschaft, Sport und Musik, ne? Und dann habe ich jetzt im Sport, ja, also sozusagen einen Sender aufgemacht zu meinem Unterrichtsangebot im Bereich Sport. Und natürlich, wie immer, kommt in den Foren dann natürlich, kommen sofort die paar Verbrecher, die von tausenden Teilnehmern solches Forums gibt es immer 5 Verbrecher, ja. Und diese 5 Verbrecher, die werden sofort aktiv und versuchen, größtmöglichen Schaden anzurichten durch Lügen, Rufschädigung, Verleumdung, üble Nachrede, falsche Verdächtigung und so weiter. Und das sind ja alles Verbrechen oder Straftaten dann, und da muss man ja auch drauf reagieren. Und ja, und von daher, und vielleicht ist sogar das Effektivste, dass man auf diese Verbrechen antwortet, indem man dann schreibt, wenn jemand schreibt oder was, oh, zum Beispiel jetzt, ich erfinde jetzt mal einfach was, der schreibt einer, oh, der Verrückte ist da, ja, oder so, ja, oder irgendwas Ähnliches, ja. Dann schreibt man es vielleicht am besten selber, oh, der Verrückte ist wieder da, der andere beleidigt als Verrückte. Und vielleicht sollte man nur so antworten. Denn einerseits, der Forumsbetreiber wird sich dann klar, hoppla, da habe ich ja jetzt einen Verbrecher nicht gelöscht, obwohl er da eine Beleidigung getätigt hat. Und man kann es nicht übel nehmen, weil man benutzt ja genau die gleiche beleidigende Formulierung,
die der andere benutzt hat, benutzt man quasi wieder zurück. Das kann einem dann ja auch niemand vorwerfen, denn wenn der Betreiber gesagt hat, ja gut, die erste Formulierung ist keine Beleidigung, dann ist ja auch meine Antwort keine Beleidigung. Na, das bleibt ja dann überlassen. Und so muss man eigentlich immer vielleicht sofort genau die gleiche Wortwahl wieder zurückgeben, sodass dann die Zuschauer wissen, aha, das darf ich nicht ernst nehmen, weil hier ein Krimineller am Werk ist, ein Verbrecher am Werk ist, der halt in unserem nicht vorhandenen Rechtsstaat geduldet wird. Aber ich muss mich nicht an ihm orientieren. Obwohl es ja bei der Rufschädigung immer so ist, dass natürlich immer irgendwas an Lügen, davon bleibt auch immer was hängen. Und darauf verlassen sich ja diese Verbrecher auch, dass irgendwas immer hängen bleibt. Also insofern wäre es ja doch schon nötig, dass wir mal einen Rechtsstaat bekommen, ne? Und beim Sport, bei uns konkret, bei den Tischtennis-Weltverbänden und so weiter, ist es eben so, dass also zu diesem Problem, dass wir also im Internet Narrenfreiheit für Verbrecher haben, weil eben die Sparten davon profitieren. Ja, und ich zeige das jetzt nochmal. Der sich irrende Mitarbeiter im Bereich innere Sicherheit, der geht eben so vor, dass er sagt, nö, solche Hotlines, solche sofort erreichbar Telefone für die Bürger sind nicht nötig. Dadurch kriegen dann die Verbrecher freie Hand und die Verbrecher werden überall weiter ermutigt, ihre Internetverbrechen zu begehen. Und dadurch kommt es dann dazu, dass die Bürger eher gestimmt sind, insgesamt mehr Polizeistellen zum Beispiel zu bewilligen. Dadurch steigen die Aufstiegs- und Karrierechancen und Gehaltssteigerungschancen dieses Polizisten, der diesen vorteilbringenden Irrtum entwickelt hat, nach oben hin an. Und er kann dann viele leibliche Nachfahren ernähren und kann der Begründer einer ganzen Polizistendynastie werden, sozusagen, die alle die gleichen vorteilbringenden Irrtümer zur Grundlage ihrer Verbrechensförderung, ihrer nicht bewussten Verbrechensförderung machen. Und dann wird das natürlich überall auch auf den Akademien, den Polizeiakademien und so weiter alles gelehrt, diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer, weil die ja sozusagen die großen Karrierechancen ermöglichen. Je mehr man Verbrecher ermutigt, desto mehr Karrierechancen für alle Beteiligten in diesem System. Und dann haben wir eben das Problem auch noch beim Sport, beim Tischtennis zum Beispiel, dass wir dort eben auch den gleichen Belohnungsfehler haben. Man kann es so sagen, niemals entscheidet die Unterrichtsleistung eines Sportlehrers, Tischtennislehrers, Trainers und so weiter über seine Aufstiegsmöglichkeiten in den Verbänden, sondern alles läuft wie überall nach Korruption, nach Vetternwirtschaft, Seilschaften, nach Hochschleimerei, nach allem Möglichen. Alles Mögliche spielt eine Rolle, nur keine Leistung. Manchmal spielt die Spielerleistung noch eine Rolle, aber die Spielerleistung hat ja nichts mit der Unterrichtsleistung zu tun und auch nichts mit der Coachingleistung, zu der ein Mensch fähig ist. Vielleicht ist ein Top-Spieler am Ende der unfähigste Coach, ne, und holt am wenigsten aus den Spielern heraus, ne? Und deswegen muss es auch im Sport so sein, dass also die Lehrer zum Beispiel, könnte man beim Tischtennis das so machen. Nehmen wir mal an, man hat Kleinvereine auch, die sich nicht mehrere Tischtennislehrer leisten können, wo man die Kinder dann per Zufall aufteilen könnte und dann Vergleichstest machen könnte, sondern man macht es so, nehmen wir mal an, jeder kleine Verein hat nur einen Lehrer, dann kann man aber jedes Kind zum Beispiel und jeden, der mit einem Lehrer Kontakt hat, jeden Spieler, kann man mit diesem Namen seines aktuellen Lehrers assoziieren im Computer. Und dann kann man sagen, dass man dann die Ranglisten der Lehrer danach macht, wie
welche Spieler, welche Lehrer sich also am schnellsten von den anderen abheben und nach leistungsmäßig nach oben hin entwickeln und sozusagen an Spielstärke, man muss noch das Alter dazu nehmen, bezogen auf das Alter auch dann an Spielstärke zunehmen, dann kann man feststellen, welche Lehrer sind die besten, kann eine deutschlandweite Rangliste aller Tischtennislehrer erstellen mit ihrer Lehreffizienz. Und dann kann man sozusagen ja, ich werde diese Sendung da auch in das Tischtennisforum vom Weltrat reintun, denn dann kann man dort auch direkt erfahren, wer dann wohl der beste nächste Bundestrainer wird, nämlich der, der die Lehrerrangliste anführt in Deutschland. Ja? Und so, nur so kann es sinnvoll sein, ja, denn ansonsten entsteht wieder bei den Lehrern, bei den Tischtennislehrern und Trainern die Tendenz wieder, dass die vorteilbringende Irrtümer entwickeln, die ihre eigenen Karrierechancen begünstigen, aber die Lernentwicklungsleistung, und das gilt ja für alle Lehrenden, bei allen Lehrenden ist es ja so, dass die davon profitieren können, wenn sie die Lernentwicklung der Kinder durch ihr tatsächliches Handeln, ohne dass es ihnen bewusst ist, behindern. Es handelt sich also ja um nicht bewusste, vorteilbringende Irrtümer. Und dass dann auch die Sportlehrenden auch eben die Leistungsentwicklung der Kinder behindern. Und die machen dann potenziell die größten Karrieren, die die meisten vorteilbringenden Irrtümer glauben. Ja? Und das ist, hat natürlich seine Grenzen, weil manchmal bis zu einem kleinen gewissen Grade auch die Erfolge der Spieler in der Welt auch eine kleine gewisse Rolle spielen bei der Entscheidung, ob ein Bundestrainer eventuell abgelöst wird. Aber meistens akzeptieren die Verbände da doch riesige Leistungsschwächen der Spieler, ohne dass es zu einer Abberufung des Bundestrainers kommt. Ja, also insofern haben da doch die Trainer und Lehrer einen großen Spielraum, vorteilbringende Irrtümer zu entwickeln, die die Leistungsfähigkeit ihrer Sportler hemmen und dadurch gerade auch dann wieder die Nachfrage und den Bedarf nach Lehrertum wieder zu erhöhen. Das gleiche Problem, was wir also schon bei den Schullehrern und den Hochschullehrern und den Berufsschullehrern hatten. Und auch dort muss es das gleiche System sein. Also, diese Sendung kommt jetzt auch in das Forum dann hinein, vom Tischtennis, vom Weltrat, vom International Health Table Tennis Verband. Wobei da auch übrigens, da gibt es ein Bild, was ich noch zeigen sollte. Wo ist es? Da war doch noch irgendwo ein Bildchen. Ist das hier vielleicht? Ich glaube, es ist eher hier. Da ist doch noch ein Bildchen, war doch noch ein Bildchen irgendwie, oder? Ja, zum Beispiel schrieb da eine Dame, ich erachte das Sportreformkonzept des Rates für sehr vernünftig. Ja, das ist doch, passt, zeigt doch, dass ganz wenige kluge Leute uns verstehen und genau verstehen, dass wir natürlich recht haben mit unserem Konzept. Ja, dann beende ich die Aufzeichnung. Tschüssi.